Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Oh mein Gott, ich bin wieder da und ja, es tut mir sehr leid, dass jetzt einen Monat lang kein Video kam. Aber das hat einen ganz speziellen Grund, denn ich war jetzt einen Monat lang auf der Karma-Tour von Mike Singer. Wie viele wissen, haben ich und Mike den gleichen Manager und sind somit eigentlich sehr gut im Kontakt. Aber damit ihr Bescheid wisst, also Mike ist wirklich für mich wie ein Bruder, also wirklich, wir sind Bruder und Schwester, mehr nicht. Ja, auf jeden Fall war ich jetzt einen Monat lang dabei und es ist mir so eine große Ehre, dabei zu sein. Also, das, ich weiß nicht, aber ich kann es irgendwie selber noch nicht fassen, dass das wirklich passiert ist. Und der Monat ist ja jetzt vorbei, also die Tour ist jetzt um und ich weiß nicht, man kann das gar nicht glauben, dass das so, dass sowas passiert ist, denn ich weiß nicht, es ist ganz komisch zu beschreiben, vor allen Dingen so, wir hatten so einen Tourbus, also Mike hatte seinen eigenen Nightliner, wo wir drinnen einen Monat lang gelebt haben und da stand dann auch so Mike Singer drauf und alles, also war halt foliert. Und das sah so krass aus einfach und der Bus von innen war auch schon mega schön und wir hatten unsere eigenen Betten, wir konnten da richtig chillen, wir hatten unsere eigene Küche, wir hatten ein Badezimmer, wir hatten, also eine Toilette, wir hatten so eine Lounge, wo wir uns so hinlegen konnten, also halt so mit einer Couch und Tische und das war so krass irgendwie, weil das Ding ist, man lebt da halt einen Monat lang drinne. So, man schläft da richtig und man wohnt da auch richtig. So, in so einem Bus. Und das ist so krass. Und keine Ahnung, wo ich dann wirklich realisiert habe, dass ich gerade so mit dabei bin und auch in diesem Bus bin. Das war schon ein sehr krasses Erlebnis für mich, was ich auch sehr, sehr geil fand. Es ist einfach unfassbar, sowas miterleben zu dürfen. Ehrlich, es ist mir wirklich eine Ehre, dass ich dabei sein durfte. Deswegen, ich kann wirklich auch nur mal Danke sagen an Osama, an André und natürlich großes Dankeschön an Mike. Es war deine Tour und wirklich, es ist mir wirklich eine Ehre, dass ich dabei sein durfte und es ist einfach so ein Traum so. Ich weiß nicht, aber ich habe mir immer schon sowas geträumt, weil ich bin da nicht einfach umsonst mitgekommen, sondern ich durfte natürlich auch einen Song präsentieren und ja, das war auf jeden Fall, also das war wirklich am allerkrassesten, weil ich stand noch nie auf der Bühne und ich hatte vor allen Dingen auch Angst, weil Team Singer mich am Anfang auch nicht so akzeptiert hat, was ich auch komplett verstehen kann. Ich kann euch alle komplett verstehen. Ich glaube, ich hätte genauso reagiert an eurer Stelle. Es ist halt so und ich nehme es, also wirklich, ich nehme euch das auch nicht böse oder so. Es kamen auch wirklich so viele zu mir und haben sich entschuldigt und gesagt, hey, ich mochte dich gar nicht, aber du bist so sympathisch und wenn man mit dir persönlich redet, bist du auch voll lieb und voll sympathisch. Und deswegen sage ich immer, Leute, bevor ihr immer über jemanden urteilt, lernt die Person erstmal persönlich kennen. Aber ich kann euch nur sagen, macht euch euer eigenes Bild. Hört nicht auf andere, hört nicht auf Gerüchte, die über jemanden verbreitet werden. So. Es gibt keinen Mensch, der perfekt ist und deswegen soll sich jeder an seine eigene Nase packen und man sollte mal persönlich miteinander reden und die Person kennenlernen und dann erst über sie urteilen. Auf jeden Fall wart ihr alle ganz, ganz lieb zu mir und ihr sagt, ach, ihr wart alle so süß, wirklich. Also ich habe sogar Geschenke von euch bekommen, was ich niemals gedacht hätte, so. Warum ich so? Das ist voll krass gewesen. Und ich hatte halt auch voll Angst, dass sie mich ausbuhen. Und ja, man hatte halt schon Angst, so, weil erstens, ich habe halt noch nie live gesungen, wirklich. Also noch nie in meinem ganzen Leben stand ich vor so einem Publikum. Und dann noch zu wissen, dass man vielleicht ausgebuht werden könnte und meine Stimme ist jetzt auch nicht wirklich das Wahre, sage ich mal. Wie gesagt, ich bin noch sehr am Anfang. Ich bin ja eigentlich, also vorher habe ich ja eigentlich nicht so gesungen, aber ich habe gemerkt, dass ich sehr Spaß am Singen habe und ja, ich würde es auf jeden Fall weiterhin versuchen und
ich werde auf jeden Fall ganz viel üben, 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 üben und meine Stimme natürlich auch trainieren, um zu verbessern und alles drum und dran. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat und also ich hatte wirklich Spaß auf der Bühne, es war wirklich unglaublich, auch also auch die Crew so, die, es waren einfach alle voll nett zu mir und voll viele haben immer gefragt, ja, du bist doch so mit, nur mit Männern so, ist das nicht komisch, nur als einziges Mädchen so da zu sein? Und ich dachte mir so, nee, macht mir gar nichts. So, die waren alle ganz cool drauf, ich habe mich mit jedem Einzelnen gut verstanden und deswegen war das gar kein Problem für mich, es waren alle lieb zu mir, alle waren cool drauf, es war nie langweilig und deswegen kann ich nur sagen, top, top Jungs. Ja, war auf jeden Fall eine richtig geile Zeit und ich bin jeden Einzelnen von euch dankbar. Natürlich, wem ich das auch zu verdanken habe, ist natürlich euch und zwar vor allen Dingen auch Teamsinger. Teamsinger, weil, also genau, weil Teamsinger, weil, ja, am Anfang waren sie halt noch sehr skeptisch und fanden das nicht so toll, was ich verstehen kann, aber im Nachhinein fanden sie das dann doch eigentlich ganz cool und haben sich mit der Situation abfinden können, was ich sehr, 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 sehr toll finde von euch, dass ihr mir doch eine Chance gegeben habt, weil ich hatte wirklich Angst mitzukommen und ja, im Nachhinein hat es euch doch gefallen und wir haben uns alle super verstanden, wir haben getanzt, wir haben gelacht, wir haben geredet und ihr seid einfach nur toll gewesen, wirklich, auch also wirklich, das Publikum war einfach auch der Hammer so. Es haben einfach alle mitgemacht und obwohl sie meinen Song noch nicht kannten, haben trotzdem alle mitgesungen und die Arme, die gingen von rechts nach links und ihr habt das dann mitgemacht und das war einfach unbeschreiblich und das hätte ich wirklich niemals gedacht und ich weiß nicht, das ist einfach so ein richtiger Traum so. Ich kann das gar nicht in Worte fassen, so, so krass ist das einfach für mich. Und ich weiß nicht, ich kann das jetzt irgendwie immer noch nicht so wahrhaben oder ernst nehmen, weil jetzt sitze ich halt wieder zu Hause und man denkt immer so, das war irgendwie so ein Traum. Ich weiß nicht, das ist total komisch irgendwie. Aber es hat mir sehr gut gefallen und ja, meinen Wunsch in Erfüllung gebracht, wenn man das so nennt. Und tut mir leid, wenn es falsch ist. Ihr könnt mich gerne verbessern, was ihr ja gerne tut. Nein, auf jeden Fall ist da positive Kritik, deswegen ist alles gut. Nein, auf jeden Fall, es war ein sehr tolles Erlebnis und deswegen, es wird immer in meinem Kopf bleiben, egal was passiert. Ich habe sowas erleben dürfen, das ist mir, also das ist wirklich was, was mir sehr am Herzen liegt und was ich später jedem erzählen kann und es ist einfach was Besonderes für mich, weil es ist zwar nicht meine Tour gewesen, aber einfach so mit den Leuten zu sein, die man gerne hat, mein Manager, Mike, wie mein Bruder und das ist bei uns alles so wie Familie gewesen und deswegen, wir konnten miteinander reden, wenn was ist und klar, wir haben uns auch mal angezickt oder es war halt so wie in einer Familie halt und das war halt das Schöne. Deswegen, ihr fand das einfach nur mega toll und achtet nicht wegen die komischen Geräusche, das ist mein Hund, ja. Und, ja. Ich kann es einfach immer noch nicht glauben. Und das Schlimmste ist, also wir sind letzte Woche erst wiedergekommen und ich bin so traurig, wirklich. Ich wollte gar nicht nach Hause. Ehrlich, ich wollte wirklich gar nicht nach Hause. Ich bin todestraurig. Also wirklich, ich dachte, ich falle in so ein Loch, weil ich einfach... Also man hat einfach einen Monat lang zusammengelebt. Man ist aufgestanden, man hat einfach... Man war direkt so unter Stress. Also unter, was heißt unter Stress halt? Man ist sofort aufgestanden, ist frühstücken gegangen, Soundcheck und alles Mögliche so. Man hat was erlebt. Und jetzt stehe ich so auf und es passiert nicht so. Ja, das ist halt so komisch. Und ja. Wie gesagt, ein großes Dankeschön an euch, an die, die ich jetzt aufgezählt habe. Und natürlich ein ganz großes, dickes, fettes Dankeschön an meiner Community. An meiner Community. Ohne euch wäre ich gar nicht jetzt hier. Also,
ohne euch so wäre das alles gar nicht so. Ihr ermöglicht mir auch so viel und ich weiß nicht, aber ihr unterstützt mich, egal was ich mache, egal ob es ein Fehler ist, den ich mache, egal ob es was Gutes ist, was ich mache, wirklich egal was, ihr steht einfach voll und ganz hinter mir und das ist was mich wirklich richtig berührt so. Ich weiß nicht, aber ich denke so oft darüber nach, es könnte noch irgendwas kommen, so. Aber ich stehe, wie gesagt, egal bei was, ich stehe wirklich immer hinter mir und deswegen, ich danke euch vielmals. Echt, ihr seid einfach alles für mich und es werden auf jeden Fall noch so viele krasse Sachen auf euch zukommen. Und ich habe noch eine kleine Überraschung und zwar war ich Dienstag, genau, war ich in Köln bei der Bravo und ich hatte dort mein erstes Bravo-Shooting. Und da blende ich euch gleich jetzt mal Bilder, Videos ein, etc. Wie das da so aussah, wie ich aussah und ja, also halt so vom Shooting. Und ja, also es war richtig geil, wirklich. Es hat wirklich unnormal Spaß gemacht und die Leute waren auch alle wirklich super nett dort. Und deswegen danke schön, dass ich auch mal dabei sein durfte. Und ja, das heißt, dass ich bald in der Bravo sein werde. Also diesmal nicht nur als Sticker, sondern wirklich mit dem Titel, weiß ich nicht, was genau kommt. Lasst euch auf jeden Fall überraschen. Und ja, ich freue mich wirklich schon. Das ist so krass einfach so. Das ist zu viel auf einmal so. Ich kann es immer noch nicht glauben. So, erst die Tour, dann Bravo und ich weiß nicht, aber ich hätte niemals gedacht, dass das so weit kommt. So, keine Ahnung. Ehrlich, ich habe mir früher immer gewünscht, so gerne in der Bravo zu sein oder, weiß ich nicht, zu singen. Und ich habe mir das alles immer so gewünscht. Und jetzt ist es wirklich so. Und das ist jetzt einfach so die Realität. Und ich darf das wirklich erleben. Und das ist wirklich so krass. Ich freue mich einfach. Und ich weiß nicht, danke, 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 danke. Wirklich, ich kann nicht. Ey, das ist so schlimm. Ich weiß nicht, was ich machen soll, weil ich würde mich am liebsten bei euch einzeln bedanken, aber es geht leider nicht. Deswegen wirklich, egal wer, jeder Einzelne, der mich hier unterstützt und mich weiterhin unterstützt und mich unterstützt hat, ich danke euch für alles. Ehrlich, Dankeschön. Ich weiß nicht, wie oft ich das sagen soll, aber ich kann es tausendmal sagen. Wie gesagt, Dankeschön. Okay, es ist raus und freut euch auf die Dinge, die kommen werden. Und ich freue mich schon richtig, oh mein Gott. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Video und tschüss.